Heimat bedeutet für mich mehrere Sachen. Heimat bedeutet einmal für mich meine kleine neue Familie. Es bedeutet auch einfach ich selbst, würde ich sagen, weil es eigentlich egal ist, an welchem Ort ich bin. Ich fühle mich irgendwie zu Hause und ja, ist eng mit meiner Identität als Künstlerin auch verbunden. Ich heiße Mowgli, bin in Frankfurt groß geworden und wohne jetzt in Berlin und bin Künstlerin. Hauptsächlich mache ich Musik, aber ich mache auch Filme, Mode, ganz viele Sachen. Ich heiße Eugen Bauder. Ich komme aus dem Südwesten Deutschlands, also Landkreis Lörrach. Da bin ich aufgewachsen und ich arbeite als Schauspieler. Ich heiße eigentlich Evgeny oder Zhenya ist die Kurzform. Und als wir nach Deutschland gekommen sind, wurde ich natürlich umbenannt. Also was heißt natürlich, aber es ist schon des Öfteren passiert. Vielen Evgenys, viele Evgenys wurden dann Eugen umbenannt, benannt. Good morning, citizens. Mit bürgerlichen Namen heiße ich eigentlich Salima, aber den Namen benutze ich meistens nicht. Also wenn niemand meinen bürgerlichen Namen hört, dann werde ich als deutsch wahrgenommen und als weiß. Meine Mutter kommt aus Deutschland und mein Vater kommt aus Nordafrika, aus Algerien und ist so mit Mitte 20 ungefähr nach Deutschland gekommen. Ich bin in Kasachstan geboren, in Almaty. Meine Familie ist 1991 nach Deutschland gekommen. Ein Grund war, dass wir sozusagen dadurch, dass wir Russlandsdeutsche waren, als Spätaussiedler wahrgenommen wurden. Und deshalb durften wir zurück von Russland nach Deutschland. Und der andere Grund ist auch gewesen, dass meine Familie schon immer zurück wollte tatsächlich auch. Also das war irgendwie immer ein ganz großes Ziel. Zumindest ist das, was ich aus den Erzählungen meiner Eltern, meiner Mutter gehört habe. Mein Vater ist nach Deutschland gekommen, weil er sich davon erhofft hat, dass er mehr Chancen hat im Leben grundsätzlich. Also nicht mit einer konkreten Idee, was er hier machen möchte, sondern einfach in der Hoffnung, dass es in Europa mehr Chancen für ihn gibt. Meine Eltern waren, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, gar nicht mehr so lange zusammen. Ich glaube, so 2,5 bis 3 Jahre ungefähr. Sind aber noch extrem lange verheiratet geblieben, bestimmt 10 Jahre, damit mein Vater die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt und deswegen halt hier bleiben kann. Ist natürlich auch nicht immer leicht, wenn man eigentlich gar nicht mehr zusammen ist. Meine Mutter hat sich nämlich neu verliebt und ist dann mit einer Frau zusammengekommen. Von da an bin ich eigentlich hauptsächlich bei meinen Müttern groß geworden. Ich kann mich nur noch ganz schwach an die Anfänge, an meine Anfänge in Deutschland erinnern. Die ersten 6 Jahre meines Lebens sind fast komplett ausradiert. Ich erinnere mich nur an sehr wenig bis gar nichts, was da vorgefallen ist. Ich schätze mal, das ist so ein Verdrängungsmechanismus, weil es wahrscheinlich auch nicht so einfach war, denke ich mal. Aber aus Erzählungen und ein paar dunkle Erinnerungen gibt es. Wir sind sehr viel umgezogen. Also wir sind viel in Wohnheime gekommen. Ich glaube, in 3 Auffangwohnheime haben wir angesteuert und sind dann so von Wohnheim zu Wohnheim geschickt worden und durften da unser Leben starten, also neu starten, von null sozusagen. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, wie wir aufgewachsen sind oder so, mit was für Werten wir groß geworden sind. Ich würde sagen, so der größte Unterschied ist, dass dir dadurch, dass es ein bisschen konservativer war, so, es war jetzt auch nicht super irgendwie erzkonservativ, aber so ein bisschen konservativer als bei mir, was auch nicht schwer ist, viel mitgegeben wurde, auf Sicherheit zu achten zum Beispiel. Und das war sowas, was es bei mir gar nicht gab. Also bei mir wurde nicht beigebracht, irgendwie anzulegen oder irgendwie aufzupassen für die Zukunft oder sowas. Und ich finde es aber auch cool, weil im Endeffekt haben wir dadurch jetzt als Familie eine ganz gute Balance. Also ergänzen uns ganz gut, ne? Ja. Dadurch.
sehr dankbar dafür, dass ich in so einer freiheitlichen Kultur wie Deutschland groß werden durfte, weil ich zwei Mütter habe und da nie ein Problem mit hatte. Tatsächlich wurde ich einfach nicht ein einziges Mal in meinem Leben irgendwie gehänselt oder diskriminiert dafür, dass ich zwei Mamas habe. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, wie ich damit umgegangen bin. Ich bin schon als kleines Kind immer irgendwo in neue Räume, in eine neue Klasse gekommen und habe gesagt, so, hey, ich habe zwei Mütter, cool, ne? Und es war halt einfach nie irgendwas, was mir peinlich war oder so. You don't want to be sad anymore. Die Frage zu beantworten, in welcher Kultur ich erzogen oder sozialisiert wurde, ist für mich sehr schwierig zu beantworten, weil es schon sehr fließende Übergänge immer schon gab. Ich würde sagen, tatsächlich haben wir das Beste aus allem rausgenommen. Also dir ist Freiheit noch viel wichtiger, weil du sie nicht von Anfang an hattest. Ja. Das heißt, für dich ist das so ein hohes Gut. Also wenn es mir weggenommen wird, kriege ich auch die Krise. Aber ich bin immer selbstbestimmt gewesen. Deswegen ist es was, was dir mindestens genommen. Ich glaube, meine Selbstbestimmtheit ist mir so viel wert. Und ich bin da so viel am Kämpfen gewesen, dass ich vielleicht jetzt das auf eine andere Art und Weise auslebe, dass ich bestimmte Strukturen brauche in meinem Leben. Aber auf der anderen Seite bin ich auch natürlich sehr freiheitsliebend. Besuche in Algerien waren für mich immer so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es eine schöne Erfahrung, Menschen kennenzulernen, die irgendwie ein Teil der Familie sind, die ich aber sonst nicht sehe und dann auch Zeit mit denen zu verbringen. Und ich finde es auch schön, Teile der Kultur kennenzulernen, irgendwie das Essen und einfach das Land mir mal anzuschauen. Auf der anderen Seite habe ich mich sehr schwer getan damit, dass es im öffentlichen Raum so wenig Frauen gibt, weil ich keine Lust habe, in der Stadt rumzulaufen, wo 90% der Menschen um mich herum Männer sind und dadurch natürlich auch sehr aufgefallen bin. Ich durfte auch von meinem Papa aus alles machen, ich durfte mich frei bewegen. Ich habe jetzt nicht irgendwie rechts und links einen Cousin umgeschnallt bekommen, aber ich bin dann halt sehr aufgefallen und ja, das war mir immer sehr unangenehm und ich bin einfach auch gerne mit Frauen zusammen und das hat mir gefehlt. Ich glaube auf jeden Fall, dass es Einflüsse auf mich hatte, dass die Kulturen so unterschiedlich sind. Es hatte auch einen Einfluss auf mich, dass mein Papa zu Beginn der Beziehung von meiner Mutter mit ihrer Frau das halt gar nicht cool fand, weil er auch Muslim ist und einfach das nicht kannte und es erstmal für ihn etwas Schlechtes war, bevor er sich damit auseinandergesetzt hat und jetzt damit fein ist. Aber am Anfang hat er es halt abgelehnt und es war aber was, wo ich mich total zu Hause gefühlt habe. Und ich wusste wirklich bis ganz tief in mir drin, dass das richtig ist und dass da nichts dran falsch ist. Und dadurch, dass er das abgelehnt hat, hat das eher dazu geführt, dass ich dann die Kultur abgelehnt habe oder teilweise auch ihn ein bisschen, weil ja, ich wusste, dass ich mich da zu Hause fühle in meiner Familie. Also ich würde sagen, ich habe immer wieder Ausbrüche hingelegt in meiner konservativen Erziehung oder in der konservativen Erziehung meiner Eltern. Wahrscheinlich wie die meisten jungen Menschen gab es verschiedene Möglichkeiten auszubrechen. Das eine war halt eben einen Beruf zu wählen, der nicht konservativ ist, der absolut das Gegenteil von Sicherheit eigentlich bedeutet. Dann natürlich auch die Art und Weise, wie ich dann mein Leben weiterhin verbracht habe, dass ich mich nicht dafür entschieden habe, sofort Menschen zu finden, mit denen ich dann sofort heirate, ein Kind bekomme und ein Haus baue. Also vieles davon habe ich jetzt zwar, aber ich habe mir oder wir haben uns da sehr viel Zeit für gelassen. Wobei ich aber auch sagen muss, meine Eltern sind da auch immer sehr mitgegangen, sobald die das Gefühl hatten, dass es das, wofür ich brenne und das, was ich tue, dass ich davon selbst überzeugt bin. Und die haben mir da sehr vertraut und mich auch machen lassen tatsächlich. Mein Papa und ich haben tatsächlich über die Jahre, je älter ich wurde, immer besser zueinander gefunden, weil wir aber auch uns sehr, sehr viel miteinander unterhalten haben. Also wir haben uns wirklich viel auseinandergesetzt auch und viele Meinungsverschiedenheiten
im Endeffekt geklärt. Da muss man auch dazu sagen, ich wirklich kann sehr stur sein. Und wenn ich an was glaube und mir was wichtig ist, dann versuche ich das auch durchzusetzen. Und bin aber auch sehr stolz darauf, dass es bei ihm auf jeden Fall geklappt hat. Dass ich auf jeden Fall Sachen, die Teil von seinem Upbringing waren, die aber nicht schön sind, also die irgendwie diskriminierend sind, wie zum Beispiel die Ablehnung von der lesbischen Beziehung, dass ich die tatsächlich ausgemerzt habe, sozusagen. Also, dass er jetzt damit fein ist. Wir haben auch viel über Religion diskutiert zum Beispiel. Und bis zu dem Punkt, als ich 11 war und mein Vater dann irgendwann seine Religion abgelegt hat. Das will ich nicht sagen, dass es unbedingt das Bestmögliche ist, seine Religion abzulegen. Aber er hat gesagt, okay, ich lege meine Religion ab und behalte meinen Glauben, weil ich die Dinge an der Religion, die für mich nicht menschlich sind oder die für mich keinen Sinn ergeben, einfach nicht mehr zu mir zähle, sondern nur noch meinen Glauben. Er schätzt und liebt den Islam weiterhin, weil es einfach auch Tradition ist und weil er so groß geworden ist und weil er tolle Werte mitbekommen hat, hat sich aber dafür entschieden, Sachen abzulegen, weil er verstanden hat, dass nichts falsch darin ist, wenn zwei Frauen sich lieben. Unsere kleine Familie ist auf jeden Fall ein neuer Ort geworden, in dem ich mich zu Hause fühle, ganz einfach. Das ist eine neue Welt entstanden, die wir uns gemeinsam hier aufgebaut haben und aufbauen immer noch. Da bringen wir eben verschiedene Dinge an den Tisch, die ganz gut zusammenpassen und wo wir uns immer wieder freuen daran, dass wir diese verschiedenen Backgrounds, aber auch Meinungen miteinander teilen dürfen. Und genau, das ist auf jeden Fall ein Hafen, ein wunderschöner, toller, familiärer Hafen entstanden. Ich finde es sehr schön, dass ich wirklich das Gefühl habe bei uns, dass wir von Anfang an, dass schon bevor wir ein Kind bekommen haben, das sehr bewusst nach unseren Werten gestaltet haben. Auch unsere Beziehung, die wir vorher geführt haben. Es gibt sowas, das nennt sich Relationship Escalator, dass man so den ersten Schritt geht und dann geht man einfach automatisch die ganzen anderen Schritte, weil man denkt, man muss das. Und es war bei uns nie so, sondern wir sind jeden einzelnen Schritt bewusst gegangen, weil wir das wollten und auf die Art gegangen, wie wir es wollten. Und genauso machen wir das mit unserer Tochter jetzt auch. Und es ist voll schön einfach, weil wir uns diesen Hafen wirklich selber erbauen und uns davon dann nicht beeinflussen lassen davon, was andere Leute denken. Also einer der wichtigsten Werte für mich ist Selbstbestimmung, dass sie, auch obwohl sie noch so klein ist, ein mündiges Wesen ist, Kinder haben einen eigenen Willen und den darf sie auch haben. Wir versuchen nicht, sie zu erziehen, sondern wir schätzen es sehr, sie zu begleiten bei ihrer Entfaltung. Und ja, sie darf einfach sein, wer sie ist. Und ich würde sagen, ich würde ihr gerne mit auf den Weg geben, dass es, dass sie da ganz viel Glück gehabt hat, dass sie als deutsche Europäerin in einem privilegierten Land aufwächst und Privilegien mitgegeben werden ihr auf den Weg, für die wir nichts können, weil wir eben hier leben. Und dass sie sich denen bewusst sein sollte und auch damit vielleicht Menschen helfen kann irgendwann mal oder helfen sollte, finde ich. Das würde ich ihr auch gerne mit auf den Weg geben. Also unsere emotionale Sprache nennt man das ja zu Hause, ist auf jeden Fall Deutsch, weil wir auch beide keine andere Sprache noch wirklich fließend sprechen. Also du konntest ja früher Russisch. Ich konnte nie so wirklich gut Arabisch zum Beispiel. Deswegen steht es eigentlich gar nicht zur Debatte. Ja, nee. Ich habe schon gesungen, bevor ich gesprochen habe. Das heißt, Musik war für mich wirklich ein sehr, sehr intuitiver Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich habe immer Musik gemacht. Ich habe den ganzen Tag gesungen, mache ich auch immer noch so, dass ich immer vor mich hin singe. Man kann auf jeden Fall sagen, dass beide Alben, die ich bis jetzt rausgebracht habe, was mit Heimat zu tun haben, weil ich beim ersten Album Wanderer im Außen auf der Suche war nach einer Heimat und mir ganz viele Orte auf der Welt angeschaut habe, auch irgendwie in der Hoffnung, irgendwie anzukommen. Und das zweite Album, Ravage, was gerade rausgekommen ist, ist eher die Intro-Perspektive. Es ist so die emotionale Reise, die ich selber gemacht habe und einfach die Reflexion darüber, wie ich selbst zu mir gefunden habe und auch in mir eine Heimat gefunden habe. Ja. Bis jetzt bin ich immer nur ins Studio gegangen, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe was zu sagen. Und das gab unterschiedliche Themen. Bei meinem ersten Album hat das viel mit der Suche zu tun nach mir selbst und aber auch irgendwie nach einem Platz in der Welt. Und beim zweiten Album habe ich mich viel mit meiner Depression auseinandergesetzt, mit Burnout. Und
ja, nicht mit der Suche, sondern ich würde sagen mit der Findung von mir selbst. Ich selbst verstehe mich gar nicht als Aktivistin, sondern ich habe einfach früh gemerkt, dass die Themen, die mir extrem wichtig sind, in meiner Kunst einen Platz haben und aber auch auf meinen Plattformen. Und dadurch, dass ich eine Reichweite habe, ist es mir halt extrem wichtig, dass ich über Dinge spreche, die wichtig sind oder die mir wichtig sind. Und es war schon früh Antidiskriminierung und es war auch schon sehr früh unser Klima und wie es unserer Erde geht und wie es auch den Menschen auf unserer Erde geht. Ich bin da mittlerweile relativ pessimistisch geworden, weil ich selber so ein bisschen schade finde, weil ich auch gerne weiterhin sagen würde, so, ey Leute, wir packen das an und wir schaffen das. Aber ich finde, wenn man sich irgendwie die Fakten anschaut und sich anschaut, wie das gerade läuft, dann ist es eigentlich schon mitten dabei, schief zu gehen. Und ich finde es auch wichtig, das anzusprechen und irgendwie wahrzunehmen, dass es jetzt schon nur noch darum geht, dass wir irgendwie das Beste draus machen und nicht mehr darum geht, jetzt die Welt zu retten. Jetzt dann in diese Zeit ein Kind zu setzen, also da habe ich natürlich auf jeden Fall drüber nachgedacht. Es gab auch Phasen, in denen ich dachte, nee, das mache ich nicht, kann ich nicht machen, das ist eine schlechte Idee, ist eh schon alles vorbei. Und dann muss ich aber sagen, es ist ja nicht so, dass dann von einem auf anderen Tag die Welt untergeht. Das stellt man sich irgendwie die Apokalypse vor, dass es dann irgendwie auf einmal vorbei ist. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es so ein bisschen Schrecken ohne Ende ist und einfach immer schlimmer wird. Und da sind wir auch gerade dabei. Wir sehen das ja auch schon an den Auswirkungen der Welt, dass es eigentlich einfach sich immer weiter verschlimmert. Und gerade dann, glaube ich, brauchen wir Menschen nicht einfach aufgeben. Und deswegen erhoffe ich mir davon, trotzdem ein Kind zu bekommen, dass sie eine von den Menschen sein wird, die sich dafür einsetzen, das Beste draus zu machen. Wenn ich einen Appell in die Welt schreien dürfte, dann, dass es mehr Empathie braucht, dass wir uns mehr darauf konzentrieren müssen, wie es anderen Menschen geht und dass ich glaube, dass man das erreicht, indem man sich erstmal selbst verletzlich macht. Weil es, glaube ich, sehr schwer ist, auch wenn es einem selbst nicht gut geht, noch zuzuhören. Und ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man ehrlich kommuniziert, wie es einem selbst geht, dass es dann eine Einladung ist, dass die anderen das auch machen. Dass man verstanden wird, dass ja diesen Kommunikation über einen selbst einfach einen Dialog auslöst, der total wichtig ist und dann im Endeffekt zu mehr Empathie führt. Tatsächlich, wenn mich jetzt jemand fragt, wie identifizierst du dich, dann würde ich nie auf die Idee kommen, das in Bezug auf meine Nationalität zu sehen. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, das irgendwie in Bezug auf Deutschland zu sehen oder Algerien oder überhaupt, ja, sowas. Sondern ich würde wahrscheinlich sagen, ja, ich identifiziere mich als Künstlerin, ich identifiziere mich als Queer und als Mowgli. Das war meine Germania-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert hier den Kanal. Und wenn ihr noch eine Folge schauen wollt, dann klickt einmal hier.